Hallo zu unserem kurzen Glücksseminar. Heute zum Thema, was macht uns langfristig zufrieden? In Mark Twains Jugendbuchklassiker Tom Sawyer muss der Titelheld auf Geheiß seiner Tante Polly einen Zaun streichen. Eine öde Arbeit für jemanden, der lieber mit seinen Freunden herumstrolchen würde. Er fürchtet den Spott seiner Kumpane, die ihn vielleicht bei dieser Arbeit sehen würden, aber er wendet die Schmach auf raffinierte Art ab. Er tut so, als sei diese lästige Arbeit höchst vergnüglich. Mit Hingabe streicht er den Zaun, der erste Freund fällt auf den Trick rein. Statt Tom zu hänseln, beneidet er ihn um den vermeintlichen Spaß, er bittet auch mal mahnen zu dürfen. Tom steigert das Begehren, er ziert sich eine Weile, dann lässt er auch die anderen ran. Aber nicht umsonst, für das Privileg, mitmahlen zu dürfen, da muss man mit Äpfel bezahlen, mit Geld bezahlen und so weiter. Man steht Schlange, Tom macht Kasse, die Arbeit ist bald getan. Aus Sicht der Wirtschaft ist Toms Trick einerseits ein Win-Win-Szenario, andererseits die Widerlegung einer ökonomischen Grundannahme, nämlich der, dass Menschen ihre Interessen kennen und genau wüssten, welche Erlebnisse ihnen angenehm und erstrebenswert sind. Die klassische Ökonomie ging davon aus, dass wir Dinge haben wollen, die uns bedeutsam sind. Im Tausch mit solchen, die uns weniger bedeutsam sind. So entstehe die allgemeine Wohlfahrt, Wealth of Nations. Alle würden eines Tages glücklich sein. Meine Damen und Herren, so funktioniert das nicht. Mark Twain schlägt Adam Smith. Ohne es zu merken, hatte Tom ein großes Gesetz menschlichen Handelns entdeckt. Um zu erreichen, dass jemand etwas begehrt, muss man es nur schwer erreichbar erscheinen lassen. Mit anderen Worten, was wir für unsere ureigenen Wünsche halten, unterliegt hochgradig den Moden und der Manipulation. Dass Menschen sich als Marktteilnehmer sich annähernd nicht so rational verhalten, das hat die Psychologie Stück für Stück nachgewiesen. Zwei Psychologen haben für diese Entzauberung einen Nobelpreis erhalten, 1978, im Fach Wirtschaftswissenschaft, Herbert Simon und 2002 Daniel Kahnemann. In der Tradition ihrer bahnbrechenden Arbeit entschlüsseln diese Forscher immer wieder faszinierender den Zusammenhang zwischen Kaufen, Fühlen, Glückserwartung. Im Kern geht es immer um die Frage, wissen wir eigentlich von vornherein, was uns gut tut, was uns zufrieden und glücklich macht? Die vorläufige Antwort meistens nicht. Zwei Dinge machen uns angeblich unglücklich, einen Wunsch nicht erfüllt bekommen zu haben und ihn erfüllt zu bekommen. In der Realität geht es ein bisschen komplexer zu. Das beweisen viele Studien. Diese Studienuntersuchungen immer wieder, was uns nachhaltig glücklich macht, Güter oder Erlebnisse. Ist es der neue Pullover oder ein klassisches Konzert? Sind es diese Ohrringe oder ist es die Wochenendreise nach Paris? Ihre klare Antwort, angenehme Erfahrungen machen uns langfristig zufriedener als die Befriedigung eines Kaufwunsches. Ich wiederhole, angenehme Erfahrungen machen uns langfristig zufriedener als die Erfüllung eines Kaufwunsches, dessen Glückswert
ist schnell abgenutzt. Erlebnisse, selbst die weniger lustvollen, gewinnen mit der Zeit noch dazu. Wir schwelgen in Erinnerungen, ja, sie werden ein Teil unserer Biografie. So wurde auch Tom Sawyer als Psychologe glänzend bestätigt, der seinen Freunden das tolle Erlebnis bot, einen blöden Zaun anzustreichen.